so klingt es durch den Saal nur Karneval. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen. Eieiei, Maria, mein Herz blieb in Bahia. Nee, die beiden sind nicht Romeo und Julia. Aladdin, Aladdin, kies einen auf die Lampe. Im Harem sitzen heulen die Eunuchen. Ich bin von Herzen verliebt. Das Karussell fährt immer im Rund herum und die Welt scheint sich im Tanz zu drehen. Davon wird mir im Kopf mit 100 Punkten dumm, doch ich find es trotzdem wunderschön. Komm, schalt doch ein und fahr mit mir. Ich fahre einmal, zweimal, dreimal und das wird nicht mit. Das Karussell fährt immer im Rund herum für das so verehrte Publikum. Komm aber spät. Das Orchester spielt schon eine halbe Stunde. Ja, das interessiert mich nicht. Na, Sie spielen noch Geige. Wieso? Hören Sie was? Sie haben noch einen Geigenkasten bei sich. Ja, und mit dem Geigenkasten komme ich auf jeden Ball ohne Eintrittskarte rein. Nein, das ist zu viel. 110 Posaunen im Breitschenschritt gehen 110 Trompeten voran. Aber hinterher kommen rein voller Hörner und Schamein und das große Platzkonzert fängt an. 110 Posaunen im Sonnenschein feuern 110 Trompeten zur Hand. Tausend herrliche Flöten gellen in den Klang der Schellen. Keine Ahnung, wie sowas klingen kann. Cameriere! Cameriere! Sie da, ja, kommen Sie mal bitte her. Prego. Signore, io voglio mangiare. Capito? Nix verstehen! Ich türkisch. Was? Das ist ja das... Aber ganz schön, hören Sie mal. Also im letzten Jahr waren doch hier nur italienische Oper. Jetzt habe ich das ganze Jahr über Italienisch gelernt. No, che blamaggio! Tutti da vorne in bagno! Bagno, bagno, bagno! Hallo, hallo, ja. Signor Bagno. Wo haben Sie denn Italienisch gelernt? Auf der Schallplatte. Ach so? Oder waren so viele Wiederholungen drauf? Nein, die Platte hatte da einen Sprung. Sagen Sie mal, was wollen Sie denn gerne essen? Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein. Ganz schlicht und ergreifend ein Wiener Schnitzel mit Pommes frites und Salat. Aha. Vienna, Kebab, Pommes frites und Salata. Deshe köderen. Deshe dir. Sie können Türkisch. Oh, nicht nur Türkisch, auch Jugoslawisch, Griechisch, Italienisch, Spanisch, alles perfekt. Donnerwetter, na, Kunststück. Sie sind Dolmetscher. Nein. Bahnhofsvorsteher vom Frankfurter Hauptbahnhof. Geben Sie dem Mann mit dem Horn noch ein Korn und noch ein Korn. Geben Sie dem Herrn am Kompott ein Kompott, ein Kompott. Nur bitte dem Mann am Spinett, dem bringen Sie nichts, dem bringen Sie ins Bett. Oh, 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 oh. Und bitte dem Mann am Klavier, den lassen Sie hier, den geben Sie mir. Doch Papa, ein Glas von dem kühlen Bier. Geschickt wie ich bin, fiel ich gleich damit hin. Da sagte Mama zu mir: Macht ja nichts, macht ja nichts, macht ja nichts aus. Morgen schon sieht die Welt fröhlicher aus. Macht dir nichts, macht dir nichts, macht dir nichts draus. Glück und Glas, vielleicht bricht das. Macht ja nichts, macht ja nichts, macht ja nichts aus. Morgen schon sieht die Welt fröhlicher aus.
macht dir nichts, mach dir nichts draus. Glück und Glas, vielleicht bricht das. Ja, du schlag doch mal nach. A wie Alkohol. Das schlägt man nicht im Lexikon nach, sondern in der Getränkekarte. Ach komm, lass das doch. Ich will ja nur wissen, ob reichlicher Alkoholkonsum schädliche Folgen hat. Na sicher, Alkoholkonsum hat immer ganz schauderhafte Folgen. Welche? Es kommt Ober mit der Rechnung. Gleich als ich dich sah, war mir klar, du bist einer von der ganz feinen Sorte, ein Herr Verschwender. Spendabel, Kavalier, und möchtest du nicht wissen, was ich halte von dir? Ich finde dich toll, das ist wahr, und so bin ich nicht zu jedem wie zu dir. Hey, Big Spender, komm, verschwende Zeit mit mir. Hast du gerne einen Drink oder lieber einen Kuss oder möchtest du viel mehr? Hast du gerne einen Drink, Drink, Drink oder lieber einen Kuss? Ziehen Sie doch mal eine Karte. Warum? Warum? Für einen Trick. Ich bin Zauberkünstler. Ah, so für einen Trick, ja, bitte. Also, dann. Ja. So, jetzt schauen Sie sich die Karte gut an. Haben Sie? Merken Sie sich? Ja. Dann geben Sie die Karte zurück in das Paket. Ja. Und mischen bitte gut durch. Ja. So, jetzt geben Sie mir das Paket und sagen mir, an welcher Stelle Ihre Karte nun erscheinen soll. An der 18. Von oben oder von unten? Von oben. Von oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, welche Karte haben Sie sich gemerkt? Herz, Ass. Stimmt. Toll. Moment mal, Sie haben mir die Karte ja noch gar nicht gezeigt. Ja, das ist doch der Trick. Hokus, Pokus, Fidibus und dreimal schwarze Karte. Das macht so viel Verdruss und so viel Theater. Jeder Trick gelingt sofort, doch eins gelingt mir nie. Das, was ich gern zaubern will, Sweet, Sweet, Sweet Marie. Sweet Marie! Vor dem Buckingham-Palast steht der Mann, der zu mir passt. Steht der Mann, der mir gefällt. Auf Posten. Vor dem Buckingham-Palast steht der Mann, der zu mir passt. Doch der Mann schaut mich nicht an. Das tut er nur für seine Queen. Denn im Dienst gehört er ihr. Um sieben wird er abgelöst und dann Jagen und stören mich nicht, ich habe meinen Vortrag zu halten. Moment. Nicht ohne meine Kontrolle. Ich brauche keinen Partner. Ich bringe mein Solo immer allein.
Ich muss ja wissen, was Sie bringen wollen. Also zeigen Sie mal her. Also was haben wir hier? Liebe Herrinnen, liebe Herren. Bonn? Wer will denn heute etwas von Bonn wissen? Hello! Nacke deine Illustrierten, ist doch uninteressant. Mini, mini, Maxi, längst überholt. Hello! Die Pille ist doch ein alter Hut. Alarm! Inflation? Hello! Sind Sie wahnsinnig? Das geht alles nicht. Das geht alles nicht. Was soll ich da jetzt bringen? Bringen Sie die Bitte raus, aber sofort bitte. Bitte, bitte. Ja, Jung, drücke bitte. Naschen und naschen, ja, das bringt Stimmung her. Das sind die Maschen, die lieben wir so sehr. Und ist ein schönes Kind dabei, sind wir von ganz alleine heil. Dann sind beim Naschen wir alle mit dabei, dann sind wir heil. Dreht euch, dreht euch im Kreise. Sagen Sie mal, junger Mann, was haben denn Sie hier für eine Funktion? Ich bin der Regieassistent. Aha. Und das ulkige Buch da? Das ist das Drehbuch. Mathilda, Mathilda. Mathilda, she take me money and run Venezuela. Everybody! Mathilda! Mathilda! Mathilda, she take me money and run Venezuela. $500, friends, I lost. Yeah. What make me sell me cat and horse? Yeah. Don't you know? Mathilda, she take me money and run Venezuela. Oh, oh, oh. Mathilda! Mathilda! Mathilda, she take me money and run Venezuela. Ich halte mich für ein Bienchen. Sie ohne Bienchen? Wenn ich Sie so betrachte, denke ich mir Hummel, Hummel, ja. Maß, Maß, Summ, Summ, Herr Doktor, ich glaube, Sie nehmen mich nicht für voll. Für ziemlich voll sogar. Wo kommen Sie dann überhaupt her? Dort vom Bieneneingang. Vom Bieneneingang. Dank meiner langjährigen Bienentätigkeit bin ich da ganz unbemerkt reingeflattert. Summ, 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 Summ. Warum sagst du denn dauernd Summ, 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 ne? Ich hab doch so Summe im Ohr, ja? Hohe Summen. Das haben meine Patienten sonst immer erst nach Erhalt der Rechnung. Aber ich will Ihnen helfen. Sagen Sie mal, wie äußert sich denn Ihr Leid? Ach, Herr Doktor, ich bin ja so flatterhaft. Ja, also, ja. Bald nasche ich am Neckar und bald nasche ich am Wein. Zum, ja, zum Wohl. Ja. Yeah. Herr Ober, wo bleibt denn die Zitrone? Oh, entschuldigen Sie, die habe ich... Vergessen, natürlich. Vorhin haben Sie das Salz vergessen. Ist sehr wohl. Herr Doktor, ja, Sie sollten ihm mal Gehirnnahrung verschreiben. Ja, man vergisst ja alles. Aber lieber Herr Martin, nehmen Sie es doch nicht so tragisch. Lachen Sie doch. Lachen? Ja. Bei den schlechten Zeiten? Lieber Doktor, die Zeiten sind ja so schlecht. Wenn ich an früher denke... Lieber Herr Martin, Sie trinken Champagner, essen Austern? Was war denn da früher besser? Ja, früher konnte ich zu solch einem Essen noch meine Frau mitnehmen. Auf dem Rummelplatz ist was los, mein Schatz. Mal schaukeln, der Kleine. Das Kalb mit fünf Beine, das Riesenkind. Jeder Wurf gewinnt. Doch das schönste Vergnügen, wo ist das zu kriegen? Komm auf die Schaukel, Luise. Es ist ein großes Pläsier. Du fühlst dich im Paradiese.
zahlst nur einen Groschen dafür. Hey, komm auf die Schaukel, Luise. Ich schaukel dich her und hin und zeig dir nachher auf der Wiese, Luise, wie gut ich dir bin. Herr Doktor, ich habe ja Nerven wie Stricke. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Nein, diese Umstellung, da wird man ja ganz zerferzelt. Was nehmen Sie denn da? Ach, nur zur Beruhigung. Ein ganz kleines Acidum, Phenylethyl, Salicylperazolon, Dimethylamino, Benzobarbiturico, 0,3, Herr Doktor. Nein, also diese Umstellung, das ganze Jahr hindurch haben wir Sprechstunde. Und was haben wir heute? Tanzstunde. Stell dich doch vor, da hat mich doch vorhin so ein zotteliger Jüngling zum Beat aufgefordert. Und, haben Sie getanzt? Leider nein. Ich fragte ihn dummerweise, sind Sie Kassen- oder Privatpatient? Die Umstellung... Na, jetzt beruhigen Sie sich erst, Schwester Gisela, und besorgen uns schnell mal ein bisschen Alkohol. 70-prozentigen? Nicht zum Desinfizieren, zum Trinken. Alkohol zum Trinken? Ach ja, das geht ja auch. Wird sofort besorgt. Wird sofort besorgt, Herr Doktor. Добрый вечер, дорогие друзья и товарищи зрители. Сейчас вы услышите старинную русскую песню. Товарищ Саша, иди мне, пожалуйста, это водка. Нет, водка. Это Рацепуцкий. Нет, это балалайка. А, русский балалайка. Штопский. Штопский, штопский. Я прогрошу мой балалайка. Водка накет. Normalerweise kommt ein Applaus, weißt du das? Verbarg. Doch heute dagegen, da verträgt der Alois nicht mehr den kleinsten Puff. Das kommt vom vielen Suff. Und schleicht er nachts nach Haus, schimpf ich ihn kräftig aus. Alois! Alois! Sein Atem Leidenschaft, auch war er schön im Zorn, kein Rührchen bei ihm, nur Gerstensaft, oh, und Doppelkorn. Es liegt die Zeit des Glücks so weit. Ich warf die vielen vollen Flaschen weg und flößte dafür Milch ihm ein. Ja, Milch ihm ein. Was war seine Antwort? Pfui, jetzt weiß ich, warum Babys alle weiß so schreien. Das war gemein. Ich sitz so oft allein zu Haus und weil mich aus. Alois! Hallo, Dolly, wunderbar, wer erst der Tag, wenn ich sie seh.
so sweet, darling. Bist so lieb, darling. Du bist Rasse, du bist Klasse, du bist meine Fee, du bist mein Tick, darling. Bist Musik, darling. Wo ich geh und steh, da denk ich nur an dich. Oh, du allein kann der Himmel auf Erden sein. Oh mein Dolly, darling, du allein. Dolly, darling, du allein. Dolly, darling, Dolly, du allein. Yeah. Wenn ich einmal reich wär, dann gebe ich Feste. Ich hätte von morgens bis abends nur Gäste. Zu mir, da käme alles mit Rang und Name. Professor Banan mit seiner Herzdame. Elisabeth Taylor mit Richard dem Schönen. Ich hätte genug Whisky, um den zu verwöhnen. Bei meinen Partys, da ging's so hoch her, dass dem Sackseite Gesche Schulspeisung wär. Bei mir gibt's die feinste Delikatesse. Zur Vorspeis, die ich mir Froschschenkel esse. Dann käme Schwalbenester und Schnecke. Jed Schildkröt müsste sich vor mir verstecken. Selbst gebackene Heuschrecke wäre mir recht. Dazu noch ein Hausarzt, der mir wird leicht schlecht. Zum Abschluss, die die NASA-Rakete abknalle. Und wenn die da all begeistert in mein Schwimmingpool palle, das wäre eine Stimmung, das wäre ein Gekreisch. Ich werde es ja nie erleben, denn ich bin ja nicht reich. Wenn ich einmal reich wäre, dann den ich schalte und walte, ich steht mir 30 Reitpferde halte. Des Morgens, den ich durch die Felder reite und Neckermann müsste mich als Trainer bekleiden. Wer einmal ein Gaul etwas unerträglich, da machte der so und schon wäre es möglich. Ich hätte ein Flugzeug, ein Düseklipper, eine Hochseiljacht und ein eichene Flipper. Für mein Goldfisch wäre auf alle Fälle zur Beratung Professor Chimek zur Stelle. Der mischt heile Gänse, wenn der nicht mehr schwimmt. Und bei meiner Spende, da käme der bestimmt. Mein Hund hätte zum Kämmen eichene Friseur und werde gebadet im Eierlikör. Der hätte für sein Fresser einen eigenen Chefkoch für sein Habi-Habi. Ja, und wie ein Brachkeld dank dem Geld von seinem Papi. Doch vorläufig isst er noch Freibankfleisch, denn das ist sehr billig und wir sind nicht reich. Wenn ich einmal reich wäre, ich bin's aber nicht, das sage ich ganz ehrlich hier jetzt aus der Bitt. Ich werde es auch nicht werden, nicht heute oder morgen, da dafür tut schon der Staat und das Finanzamt sorgen. Wenn ich jetzt nach Haus gehe, ist alles vorbei. Retour kommt das Smoking in das Smokingverleih. Die Uhr kommt ins Pfandhaus, da hat es schön warm. Doch wenn ihr jetzt klatscht, dann bin ich nicht arm. Da macht dann macht ihr mich all zum reichen Mann. Drum legt mal zusammen und fangt mal schön an. Jetzt! Romeo und Julia, bei denen gibt's bestimmt ein Happy End. Denn sie sehen die Blümchenblien an allen Wäschen, vor sie ist diese Welt so wunderschön. Nur
böse Stiefmama hat was dagegen, dass es sich siebenmal der Woche sehen. Aladdin mit seiner Wunderlampe. Ah-ha-ha-ha-ha. Liebt er ein Zuleika? Eine Schlampe. Sie wird dem Armen bald zum Verhängnis. Glaubt mir, sein Herz kam niemals zur Ruhe. Da in dieser seelischen Bedrängnis rief ihm eine innere Stimme zu. Aladdin, Aladdin, gieß einen auf die Lampe, den kleinen auf die Lampe, dann ist das Leben doppelt schön und du wirst alles doppelt sehen. 1:0 für dich. Aladdin, Aladdin, ich möchte mit dir wetten um 100 Zigaretten. Die Mädchen werden Schlange stehen, um einmal mit mir auszugehen. 1:0 für dich. Prospekte rausgegeben. Nicht mal versprechen die Leute Schneeski und Rodel gut. Und wenn ich als Frau Holle dann streiken muss, weil ich einfach nichts mehr habe in der Kiste, dann kriegen sie kahle Fies. Naja, ich will mal nicht so sein, noch ein bisschen schütteln, gell? Aber. Mein Blümo, das bleibt mir für Kitzbühel. Ach, da beobachte ich doch so gern die Prominente. Also ganz besonders freue ich mich ja dieses Jahr auf der Sophia, auf die Lorraine, ja. Die macht sich nämlich in Kitzbühel fit für ihren nächsten Film, Vom Kinde verdreht. Ja, und dann ist natürlich auch wie immer die holländische Königsfamilie, da ist doch ganz klar. Die können Skilaufen, also da ist man einfach baff. Sie, da hat aber auch jeder seine eigenen Tricks. Also die Juliane hat ihr Wedeltricks, der Bernhard, der hat seine Slalom-Tricks, ne? Und der Amtsberg hat seine Bea-Tricks, ja. Und der Schaf von Persien, der ist ja auch immer da mit seiner Zara. Wie komme ich dann auf Zara? Fahrer wollte ich natürlich sagen. Wissen Sie auch, wie neulich die Fahrer angekommen ist? Da hat doch die Soraya glatt ihr Koffer gepackt. Ja, und wie die gerade aus dem Hotel raus ist, da haben sie verhaftet. Und wissen Sie auch warum? Welche Fahrerflucht? Ja, hallo, hier ist Holle. Holle, großes Haar, kleine Olle. Wie bitte, was ist Ihr Mann? Nach dem Fernsehen immer so müde, das ist zwar schlimm für Sie, aber Sie verwechseln mich, ja. Hier ist Holle und nicht Kolle. Und wann Ihnen der Unterschied immer noch nicht klar ist, dann passen Sie mal acht. Ich, die Frau Holle, mach alles weiß, damit die Menschen glücklich sind. Und der Herr Kolle macht die Menschen weiß, dass sie unglücklich sind. Gute Nacht, mein Name. Im Harem sitzen Eulen, die Eunuchen. Die Lieblingsfrau des Sultans ist entflohen. Er
alle köpfen und verfluchen. Die Lieblingsfrau erwartet einen Sohn. Der Sultan ist nicht kleinlich, doch es ist peinlich. Er war ein ganzes Jahr verreist. Im Harem sitzen, heulen die Eunuchen. Denn einer ist im Dienst total entgleist. Bei uns war alles sehr gemütlich. Die Karawanen zogen friedlich auf gänzlich unverstopften Straßen, die völlig frei von Auspuffgasen. Es gab mit Schutzleut kein Gezeder, kein Bußgeld und kein Pagometer, kein Autofahrer, die wie wild sich angefahren und angebrüllt. Zwar gab es bei uns auch Kamele, doch die am Steuer taten fehle. Denn wir hatten damals Zeit. Salam alaikum, liebe Leid. Wurde man beim Bade des Propheten einst in den Ehestand getreten, war eine Ehe anfangs glücklich mit mehreren Frauen. Das war schicklich. Doch eines an der Sache war bitter, das waren die vielen Schwiegermütter. Und außerdem, es war auch teuer. 30 Kamele als Aussteuer. Das ging bei 20 Frauen ins Geld, wenn man die einmal hat bestellt. Auf Abzahlung, da gab's nur alte. Die waren nicht mehr gut erhalten. Die waren nicht mehr schön und glatt, da gab's die Falte als Rabatt. Trotzdem, wir hatten keine Probleme mit Sex und wenn nur angenehme. Es sagte damals uns kein Kolle, was mir im Harem machen solle. Wir wussten ohne den Bescheid, Salam alaikum, liebe Leute. Wir wussten nichts von Schlankheitspille, von Punktdiät, ums Fett zu killen. Bei uns, da war eine Frau gesund mit circa 180 Pfund. Wir legten damals Wert auf Bäuche, denn Bauchtänz waren Lieblingsbräuche. Dazu war allerhand vonnöten. Ein Twiggy hätte man sich verbeten. Womit hätte ich auch wackeln sollen? Mir ginge lieber in die Volle. Da, wo nichts ist wie Haut und Poren, hat Aladdin sein Recht verloren. Deswegen aß Suleika täglich vom Besten nur so viel als möglich. Und wurde sie dadurch auch mollig. Das war beliebt, das fand man drollig. Eine Bohne stand, die lang und dünn, wurde verkauft ohne Gewinn. Die stand im Lager bis zuletzt, da hat man ganz schön zugesetzt. Was eingebracht hat rund und breit, Salam alaikum. Ich möchte jetzt mit meinem Vortrag schließen und selbst eine aufs Lämpchen gießen. Drum nehme ich aus der Bütte hier die Zettel Aladdin A4 und rufe zum letzten Male heit. Salam alaikum, liebe Leid! Bye.
Niemals. Wo ist denn hier der Stand für die Lose? Meinen Sie Lotterielose? Da dachten Sie etwa Kinderlose? Hier. Mein goldiger Freund, das ist eine Niete. Tatsächlich. Und ich hatte mir schon so auf die Reise nach Mexiko gefreut. Lieber Freund, da hatten Sie erstens Pech. Und zweitens heißt das nicht Mexiko, sondern Mexiko. Aber der Tor schreit sich damit X. Trotzdem sagt man X. Hör's auf. Ja, aber nicht X, ne? Nein. Das ist auch wirklich komisch. Ich hab schon X-mal, verzeihen Sie vielmals, mal in meinem Leben Mexiko gesagt, ja. So. Das muss ich unbedingt meiner Frau erzählen. Ah. Meine Frau, das ist keine beliebige Person, nein, nein. Das ist eine richtige kleine Schönheit, ja. So. Allerdings hat sie Beine, ne? Sie ist aber eine typische kleine Carmen. Obwohl ich natürlich kein Don José bin, ne? Hose. Was ist mit meiner Hose? Das Wort rekrutiert unter Hose. Was ist denn mit meiner Unterhose? Aber nein, das heißt Don José. Man sagt doch nicht auch Don José, sondern Don Juan, man sagt Don Juan. Verstehen Sie? Aha. Sie sollten mal nach Spanien fahren. Ja, das mache ich, Genau. Aber erst im Juni oder am Juli. Meiner Frau zuliebe fahre ich ja nach Sevilla. Na, Sevilla. Natürlich will sie, sonst würde ich ja nicht fahren. Ne? Das heißt Sevilla und nicht Sevilla. Man sagt doch auch Mantilla und nicht Mantilla. Mann, das ist ja ein dolles Ding. Also, wenn ich das meiner Ollien erzähle, denkt die glatt, ich bin Balja Balja. Doch lieber nach Mexiko, zu den Gauchos. Nein, 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 Gauchos. Gauchos? Man, langsam wird's ja Latschaft, Mensch. Das können Sie doch mit mir nicht matschen. Wollen Sie mir vielleicht erzählen, der Wildwestfilm um der Ecke heißt der Gaucho und die Senora? Senora. Senora? Ja. Also, was Sie alle auf der Penne gelernt haben? Nun ist es aber genug. Glauben Sie ja nicht, weil Sie ein Intellektueller sind, ich hätte ein Trillier unter Pony, wa? Rex, Cola und ihr Vati trinken heute Ex auf ihre Faschingsparty. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind im siebten Himmel ja so nah. Als ich zuerst dich sah, war ich gleich verliebt in dich. Das ist ja alles gut und schön, aber wer küsst mich? Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Ich möchte Ihnen so gerne eine Parodie bringen auf Italiens größte Primadonna, Signorina Vitamina Apelsina. Maestrolina! Das ist so hübsch in Italien. Wenn die Primadonna so reinkommt, fangen alle Leute an zu applaudieren. Ich komme zurück. Haben Sie keinen Bummelum? Kapellmeister hat keinen Bummelum. Haben Sie wirklich keinen Bummelum? Habe ich einen Bummelum zu viel? Nix Bummelum. Bummelum.
mir. Rodendisch jemand le Panditos de Konservatorium. Finale. Love to you. Pity you. Fully. I love you. Tilly, tilly, fully. Du. Hans Egon war abends nur selten zu Haus. Er sagte, er führe Geschäftsfreunde aus. Er musste zum Kegeln, zum Stammtisch, zum Skat. Doch seine Mathilde, die ahnte fast. Glaubst du wohl? Sie fand an der Jacke ein goldblondes Haar, das sicher von keiner Geschäftsfreundin war. Da sprach sie: Mein Bester, verausgab dich nicht. Mich führst du nicht hinters Licht. Da brauche ich nur ne ganz kleine Spur. Ich schnapp dich auch ohne Scherm und Belohnen. Da brauche ich nur ne winzige Spur. Ich schnapp dich auch ohne Scherm und Belohnen. Im Rahmen meiner eigenen Produktion Heinz bleibt Heinz. Ein Büttenvortrag. Wer alles glaubt, was in der Zeitung steht, wer nie auf eine Sitzung geht, wer mit Wasser verdünnte beste Wein und lädt seine Schwiegermutter selbst ein, wer mit 70 will zum Militär und sich freut auf das Europaheer und tut noch heut sei Bewerbung einreiche, das ist ein Simpel ohne Gleiche. Und wer die holde Weiblichkeit flieht, wer niemals nach dem Mädchen sieht, oder wenn er ein Böppche bei sich hat und ist mit ihr mal ganz separat und sie sagt, küss mich voller Glut und er findet in der Aufregung nicht die Schnut und lässt den Augenblick ungenutzt verstreichen, das ist ein Simpel ohne... Wer Glatz hat und sich Haarwasser kauft und als Schlankheitskur kegliche Taste Bier wegsäuft. Wer statt Salatöl Rizinusöl benutzt und sich die Zehen mit Bullrichsalz putzt. Wer stets glaubt, dass der Wetterbericht stimmt und bei wem jedes Jahr der Klapperstorch kommt. Und er hat 15 Kinder und meint, das Date noch nicht reiche. Das ist ein Simpel ohne Gleiche. Wer an der Donau singt einmal am Rhein und ein Regenschirm mitnimmt beim Sonnenschein. Wer sich morgens rasiert voller Finesse und hat die Rasierklinge im Apparat drin vergessen und wem sei Frau mal ist verreist, sodass er aus Freud ein paar Hunde schmeißt und du trotzdem nachts die Treppe hochschleichst. Das ist ein Simpel! Wir fahren durch.
Frau Wirtin, ich muss Sie dringend in Kenntnis setzen. Die Stössel hat eine Zigarette geraucht. Ach, Sie, Herr Nonsens, Sie als fort mit Ihrem privaten Knatsch. Das interessiert mich nicht, nicht wahr? Und zweitens, bitteschön, Fräulein Stössel. Ja. Jawohl, mir habe ein gepflegter Umgangston, falls Sie das noch nicht gemerkt haben sollen. Ja, und der Brand? Ach Gott, Herr Nonsens, ich will heute Abend auch nichts von Politik hören im Lokal. Jetzt doch mal zu. Na, und. Aber der Brand in der Küche. Ja, aber und außerdem, also ich meine, Herr Nonsens, wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass bei uns die Leute mit dem vollen Titel angesprochen werden? Nicht wahr? Sie können doch nicht einfach sagen, der Brand. Nicht wahr? Das heißt, der Außenminister und Vizekanzler Brand. Ja, also gut, wie Sie wollen, also gut. In der Küche, haben Sie gesagt. Jawohl, na, und wenn der Herr Brand 100-mal in der Küche ist, deshalb ist er für Sie immer noch der Außenminister und Vizekanzler Brand. wie Sie wollen, also gut. Die Fräulein ein Stößel hat eine Zigarette geraucht und die ist ihr runtergefallen. Und der Herr Außenminister und Vizekanzler Brandt hat schon so weit um sich gegriffen, dass die Halbküche abgebrannt ist. Und hier ist ihn gerade bei am Löschen und das wollte ich Ihnen sagen. Ja, oh, warum sagen Sie mir das erst jetzt? Ich bin ja vor lauter Titel gar nicht dazu gekommen. Hello! Es so besser. Deinen Fuß, SOSO, einen Kuss, hab ich immer so vermisst. Darum wird es endlich Zeit, dass du mich küsst. Der eine tut dies und der andere tut das. Du bremst, aber ich geb lieber Gas. Wie man es macht, ist egal, ob mit Vorsicht oder Kraft. Die Hauptsache, dass man es schafft. Wer auf der kugelrunden Welt sich was erobern will, der muss darauf achten, dass er immer feste sitzt. Damit er nicht vor Torschluss noch hinten runterrutschen muss, wird hier auf Erden einmal donnert oder blitzt. In einer kleinen mexikanischen Stadt lebte die wunderschöne Juanita, die Tochter eines Bananenpflanzers. Sie träumte davon, an der Opera zu singen, jedoch ihr Vater lachte sie nur aus. Und darum sang Juanita immer bei der Arbeit. Juanita ging in die Stadt, denn sie wollte berühmt werden. Sie sang nur ein paar von ihren Liedern vor und schon war sie eine Weltsensation. Jedoch ihr Vater zu Hause wollte nicht glauben, seine Juanita ein Star. Und so verbrannte alle seine schönen Bäume, rannte in die Stadt, kaufte sich eine Gitarre und sang. Oh,
Hallo. Steffi. Ja, ich bin's, der Rudi. Aha, du hast sicher auf meinen Anruf gewartet. Das ist lieb. Du, Steffi, leider wird's heute wieder später. Ja, ich sitze noch auf dem Trockenen. Ich sitze in der Sitzung, in der Trockenen. In der trockenen Luft macht das keine Freude, weißt du? Ja, ein Glück, dass mir die Lindinger ab und zu einen Kaffee kocht. Ja, immer noch. Die gute Lindinger. 40 Jahre ist sie schon in der Firma. Die gute alte Haut. Ja, was fällt Ihnen ein, Freund Lindinger? Sie können doch jetzt nicht Ihr Farbband wechseln, wo ich mit meiner Frau telefoniere. Dankeschön, Herr Direktor. Schon wieder neue Arbeit. Ich will schnell hinter mich bringen. Servus, Hasi. Hasi, Steffi. Ja, verzeih, ich habe ja vergessen, dich zu fragen, was machst du Schönes? Du siehst fern. Das ist lieb. Was? Das zweite Programm doch, ja? Na, das erste? Wieso soll ich nicht so blöd reinschauen? Was? Du bist im Bilde. Ja? Wieso? Du bist im Bilde, weil ich im Bilde bin. Jesus. Servus, Steffi. Einkenkt. Na ja. Das kostet Nerven, wa? Ja. Und dann neuen Pelz. Ach, Weiber. So, liebe Narrinnen, Herr Lesen, wenn wir uns jetzt wieder hingesetzt haben, da habe ich eine ganz große Überraschung. Herr Schenk! Ach, kommen Sie doch mal her. Herr Schenk, jetzt kommt die Büdenrett. Ach, das ist schön, da freue ich mich immer. Ich höre sowas so gerne. Ja. Wissen Sie auch, wer die Rett? Nein, das weiß ich nicht. Sie? Ich. Moment, ich habe vor 14 Tagen erst einen blauen Bock, habe sie gesagt, ich brauche keinen mehr zu bringen. Nein, aber Herr Schenk, wenn ich Sie recht herzlich bitte, dazu rette, dann gehen Sie in die Bühne und rede, gell? Wollen Sie mich bitten? Ja. Heute sind Sie noch einmal dabei. Heute bin ich noch einmal. Ja. Dann nehmen Sie den, machen Sie einen Bimbel allein. Immer bei Sachen dabei, die ich überhaupt nicht will. Wenn das Leben was verschenkt, wenn das Glück an alle denkt und hält alle anderen frei, da bin ich nie dabei. Doch teilt Schicksal Schläge aus, liefert zu einem noch frei Haus mit dem Unglück frank und frei, da bin ich bestimmt dabei. Wenn es Freibier gibt, Amasse, eine Zuteilung der Kasse, wenn ein jeder Mann im Betrieb eine Gehaltserhöhung kriegt, wenn das höchste Glück auf Erden, andere befördert werden, hochrutsche in der Lohnkartei, da bin ich nie dabei. Wenn bei Playboys mit Behaare Frauenherze höher schlagen, wenn man Mädchen süße Dinger 20 hat an jedem Finger, die im Tanz sich an einem schmieche, seelisch einem Arme liege und einem Küsse obendrei, da. Wenn sich die Dame ziere und zu anderen Herren marschiere, wenn die Älteste im Saal ein verschmäht bei Damenwahl, wann die Dickste dann plötzlich kimmt und einen mit zum Tanzen nimmt und tritt einem die Füße zu Brei, da bin ich bestimmt. Wenn im blauen Bock, ihr Leute, euch zu dienen eine Freude, ob im Januar oder Mai, da bin ich bestimmt dabei. Bravo! Und jetzt
kriegt man mal was immer schön. Einen Kuss von der Lorraine. Oder zwei oder auch drei. Da. Da bin ich nie dabei. Doch wenn unsere Wirtin naht, spitzt das Mäulchen akkurat. Und sie küsst, oh wei, oh wei. Also wenn ich bloß an voriges Jahr denke, an die Untergrundbewegung in meinem Garten, mein Lieber. Psst, sei still, wenn das da Höcher hört. Nein, ich hab doch damals einen Wurf gehabt. Ein Rausch? Nein, ich mein doch den Sauhund von einem Maulwurf. Also weißt du, ein bisschen gepflegter könntest du schon ausdrücken. Also bitte dann den Schweinehund von einem Mundwurf. Also du, ich sag dir, das muss ein ganzer Wurf Würfe gewesen sein, so wie mein Garten ausgeschaut hat, ja. Und da haben wir gedacht, wenn du den größten von den Maulwürfen erwischt, das sogenannte Großmaul, sozusagen, verstehst du? Und wenn du den dann hast, dann nimmst du ihn und dann... Ach, Gebeppo, so liebe, reizende Viecher. So sammetweich sind's. Ich habe einen Pelzmantel davon. Ja, das geschieht die Viecher ganz recht. Also du, so wie mein Garten ausschaut, wie wir die den umgraben haben, da kann ich bloß sagen, lauter so kleine Bungalow haben sie mir hingebaut. Ja, aber Lucy, da habe ich mich dann auf die Lauer gelegt, jawohl. Tagelang, Tag für Tag, bin ich draußen gesessen in meinem Garten. Neben mir ein Fassel Bier. Lucy, das war ein Leben, das war ein Leben. Ja, bremst Tierleben. Nein, bremst Bierleben. Aber auf einmal habe ich gesehen, wie sich an einer bestimmten Stelle der Boden gekommen hat. Weißt du, hat er so ein Buckel gemacht. Da haben wir gedacht, das ist er. Ja, das war er dann auch. Ganz langsam ist er aus seinem Loch rausgerochen. Du, der muss mich gar nicht gesehen haben. Ja, ein Maulwurf kann dich doch nicht sehen. Ja, und ich kann einen Maulwurf nicht riechen. Aber wie er dann so ganz heraus war, dann bin ich hin. Verstehst du, so? Und dann habe ich ihn beim Kronbach. So, dann hab ich ihn. Ja, am Himmel, schwirren Beppo. Hast du ihn geschlagen? Nein, viel schlimmer. Hast du ihn umgebracht? Nein, noch schlimmer. Bitte, ich gestehe mir, was du mit ihm gemacht hast. Ich hab ihn zur Strafe. Gefressen hast du ihn? Nein, ich hab ihn zur Strafe in meinem eigenen Garten lebendig begraben. Oh. Kennen Sie noch Josephine? Lieben Sie doch Josephine? Ach, keine ist wie du. Auf dem Kopf einen halb abstrakten Weihnachtsbaum. Um die Hüften einen Glitzerhosentraum. Tief im Herzen etwas, das nach höherem strebt. Das ist Josephine, wie sie leibt und bebt. Oh, Josephine tritt noch nicht ab, sowas wie du wird langsam knapp. Oh, Josephine, lass dich beknien. Na, wenn es sein muss, bitteschön, ich würde zwar gern die Daumen drehen, doch bei dem Ansturm werde ich schwach und gebe nach. Und ich sing halb Engelchen, halb Sünderchen, überall für meine vielen Kinderchen. Dass ich heute noch so bei Sex bin, hat seinen Grund, ich trug immer reichlich Obst und blieb gesund. Oh, Josephine, tritt noch nicht ab, sowas wie du wird langsam knapp. Oh, Josephine, lass dich beknien. Warum man mich so drängen muss, na gut, doch bald ist damit Schluss, dann leg ich rücksichtslos die Beine in den Schoß. Nächstes Jahr schon sehen Sie mich zum letzten Mal. Übernächstes Jahr zum allerletzten Mal. Dann mach ich ein Jahr lang meine Abschiedstourneen und nach jedem Abschied gibt's ein Wiedersehen.
Münchhausen. Mein Kompliment, Herr von Münchhausen. Prost. Kompliment, Prost, Prost. Guten Flug gehabt, ja? Tadellos. Sie sind doch sicher mit Ihrer Kanonenkugel gekommen, nicht? Nein, Sie haben keine mehr gehabt. Ach so. Kanonenkugeln sind aus. Ja. Da hat mir einer in München diese Wünschelrute gegeben. Aha. Und hat gesagt, mit der muss vorne fliegen. Ja, aber wieso Wünschelrute? Ja, das ist ja so eine Zauberrute, das werde ich gleich erklären. Ja. Abends. Geh heim, gell? Heim, 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 heim. Ja. Bin ich gegangen. Oh, mein Windschulrücken wieder rausgenommen. Geh langsam. Da sehe ich, auf einmal so einen hohen, größer wie ein Haus und kleiner wie ein Berg. Sieh da so einen Bauern gewesen. Denke ich mir, da sind vielleicht Elefanten drin. Elefanten? Ja, das ist ja so ein großer Bau. Also ich gehe hin und langsam mit meiner Windschulrücken, gell? Da war eine Höhle, große schwarze Höhle. Und denke ich mir, da gehe ich jetzt langsam ein bisschen so seitlich. Und dann bin ich doch so vorgegangen, Windschulrücken genommen. Und auf einmal sage ich da schießt ein Ungeheuer heraus. Mit solchen Augen auf mich zu. Über hinweg. Ja, aber was war denn das? Gar nichts. Ein D-Zug ist aus dem Tunnel rausgefahren. Aber ich kenne nichts. Ich bin hinten aufgesprungen gleich und jetzt bin ich da. Klein, da hat wohl Liebeskummer. Ach, lass laufen, Kindchen, sei so schlau. Es findet sich bestimmt halt noch ein Dummer. Denn mit dem Völken Schabau, mit dem Völken Schabau, sieht man alles nicht mehr grau in grau. Mit dem Völken ist die ganze Welt auf einmal himmelblau. Was hält euch ein? Wollt ihr euch wohl vertragen? Ihr geht den Fluss nicht zu und in so rau. Wenn ihr was schmeißen wollt, dann höchstens lagen. Denn mit dem Völken Schabau, mit dem Völken Schabau, sieht man alles nicht mehr grau in grau. Mit dem Völken ist die ganze Welt auf einmal himmelblau. Na, Künnes, hast du sowas schon gesehen heute? Nun lassen Sie den Mann doch, liebe Frau. Bei so einem Arier leidet Ihre Schönheit. Hier, mit dem Völken Schabau, mit dem Völken Schabau, sieht man alles nicht mehr grau in grau. Mit dem Völken, sieht man alles nicht mehr ganz so grau in grau. Mit dem Völken, ist die ganze Welt auf einmal. Ein Maskeball hier. Warum sind Sie doch nicht maskiert? Och, Larifari, warum dann maskieren? Das ist doch mein Business-Dress. Was ist denn das schon wieder? Das ist Englisch, das sagt man halt so, ne? Wo haben Sie dann Englisch gelernt? Was hast du denn hier gelernt? Das muss man doch kennen heutzutage. Schließlich höre ich ja deutsche Schlager, gell? Ach, Sie hören deutsche Schlager, das ist mir neu. Bis jetzt haben Sie ja nur die Flehhuste gehört, gell? Aber dass ein Maskeball hier ist, das haben Sie scheinbar noch nicht gehört, gell? Sonst wären Sie ja maskiert. Jetzt sagen Sie doch mal, warum sind Sie doch nicht maskiert? Herr Schenk, Sie sind heute Abend wieder geistig baufällig. Ach, das ist so offen. Das ist doch höhere Parkettstrategie. Ach so, so, ja. Oniswaki malipense. Und was ist das schon wieder? Das ist Französisch. Ach, aus der Schlare. Na, aus dem Fernseher, aus der Sendung Conny and Walter. Hey, entschuldigen Sie mal, das ist doch Englisch. Was? Da können Sie mal sehen, wie man sich ankommt. Da habe ich schon die ganze Zeit falsche Sprache gelernt. Ja, was hast du denn überhaupt gelernt? Sie haben doch gesagt, Sie kennen Englisch. Was heißt kennen? Nicht wahr? Ich meine,
das ist mir halt so. Das ist, jetzt hören Sie mal auf mit dem, das ist mir halt so. Das macht mich vollkommen verrückt, das ist mir halt so. Also ich will jetzt zum letzten Mal von Ihnen gesagt haben, warum Sie nicht maskiert sind. Hä? Aber Herr Schenk, ich bin doch nicht blöd, als Maske hier rumzulaufen. Habe ich doch gar keine Chance. Aber als Putzfrau, da reißen sich die Leute um mich. Ja. Mann, da wäre ich doch von jedem eingeladen. Guck mal, da drüben der kleine Dicke. Der hat doch schon seit einer halben Stunde Aar auf mich geworfen. Und was haben Sie mit dem Aar gemacht? Also entschuldigen Sie mal, das sind doch geschwollene Redensarten, die Sie da drauf haben. Das sind doch keine geschwollene Redensarten, das sächt man halt so. Bitte Sie, das sächt man. Hören Sie auf mit dem, das sächt man halt so. Jetzt will ich Ihnen mal sagen, was der kleine Dicke da drüben zu mir gesächt hat. Gesagt hat. Der hat zu mir gesagt, die Frau Hippenstiel, hat er gesagt, das ist die größte Xantippe, die überhaupt hier auf dem Maskeball rumläuft. Ja. Wirklich? Ja, ja. Die größte Xantippe? Ja. Ach, wie schön. Was heißt denn das? Also was das heißt, ne? Also ich will mal sagen, vornehm ausgedrückt. Ja. Gell? Da sind Sie eine Furie. Ja, vornehm. Aber primitiv volkstümlich gesagt, ja? Sie sind der größte Besen, der überhaupt hier rumläuft, ja? Was? Ich? Furie? Besen? Ja, das hat ja eben Sie gesagt. Wie kommt denn der zu sowas zu mir zu sagen? Wie kann der sowas zu mir sagen, Mann? Frau Hippenstiel, jetzt regen Sie sich doch nicht auf. Das sächt man halt so. Das deutsche Fernsehen gab bekannt, was Estes abends sendet, wenn Johnson seinen Texas-Glanz demnächst an uns verschwendet. Es geht ein Liter Bonata, er klingt als Ouvertüre. Und dann erscheint der Juster Blut in alle meine Stiere. Ja, das endlich mal ein echter Mann-Spaß. Wenn Mende mal so ganz salopp in Nietenhosen trüge. Und Wilhelmine endlich mal eine Reise überschlüge. Wenn Thomas Nissen dieses Jahr den Karneval verschlief. Ja. Und diese Sendung teilt euch heute ganz reibungslos verliebte. Ja, das! Ja, das! Endlich mal ein echter Faschingsspaß. Ach, bei uns Männern, wie man sagt, ist Schönheit gar nicht so gefragt. Ein Mann reizt kaum ein halber Nackter, wir wirken nur durch den Charakter. Wir brauchen keinen Sexappeal, nur Geld und davon ziemlich viel. Bei uns da laufen keine Maschen, wir pudern nicht. Wir tun uns waschen. Wir haben Waden, dick wie Kegel, doch nie lackierte Fingernägel, die wir uns stundenlang beschmierten. Wir sind auch so auf die Lackierten. Wir tragen nirgends ein Gestell. Bei uns ist alles naturell. Bei uns, da weiß man mit Verlass, wo etwas ist, da ist auch was. Die Taille tut bei uns nicht zählen, nein, nur das Reine unserer Seelen. Dafür tun wir uns gern kasteien, wir sind die Treuesten der Treuen. Besucher unseres Festzeltes. Liebe Campingfreunde, wir heißen Dünnes und Schäl. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Ja. Das hier ist der Dünnes, eine aschgraue Hose, eine glänzende Erscheinung. Das ist der Schäl, eine aschgraue Erscheinung, eine glänzende Hose. Lass das gefälligst. Ja. Hast du deine Zettel dabei? Ja, der habe ich. Meine lieben Närrinnen und Narren, wir haben uns fest vorgenommen, Sie heute Abend. Du bist dran. Nicht zu schnurren. Sie heute Abend mit halb Jahr gekochten Äpfeln zu füllen. Und aus dieser Stimmung heraus wollen wir Sie, liebe Gäste, mit dem Bauch zu unters in heißes Wasser legen.
Das steht doch da. Und wenn der Abend seinen Höhepunkt erreicht hat, dann wird Ihnen als unvergessliches Erlebnis mit Rosenstich in der hintere Teil wieder zugenommen. Oh, da hat mir meine Frau das Rezept von der letzten Weihnachtsjans eingebracht. Doch was ich heute gern mal wär, ne Gangsterbraut, Jans ordinär. Dieser tolle Rabe klaut und auch mal in die Suppe haut. Die nicht nur feinsten Shampoos nimmt, dafür den stärksten Fusel kippt. Ich weiß nicht, ob sie mir verstehen. Ich ließ mir auch mal richtig sehen. Und das Lokal hier, Otto Stolz, wer über Nacht einen Haufen Holz, wer der kleinen Margit nicht ein paar dufte Piepen monatlich. Doch käme dann die Polizei, dann wär das schöne Spiel vorbei. Sie hörten mich dann ängstlich fliehen. Ach, lasst mich gehen, ach, lasst mich gehen. Geben Sie sich keine Mühe, ich bin sauer. Ja, richtig. Sie dürfen, aber ich darf nicht. Also, komm mal. Die haben mir versprochen, die Brüder haben gesagt, komm her hier zum Karneval, machst ein bisschen mit. Ich habe mir ein Kostüm angezogen, hab mich hier, da komme ich hierher, so ein Riesenrummel da. Du musst auch ein bisschen was machen, mach auch ein bisschen mit. Einmal im Jahr gehen wir auf eine Karnevalsveranstaltung. Also wirklich, seien Sie mal ehrlich. Einmal im Jahr ist Karneval und da muss man auf Kommando Humor haben. Hm? Ich habe keinen heute. Hm? Ah, wenn ich richtig Kölner Karnevalist wäre. Aber, kann man ja, 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 das braucht man bloß zu erwähnen, dann klatschen Sie schon. Aber ich kann nicht mit Gewalt, mit Krampf. Ich will mir keinen Leistenbruch holen hier. So. Ja, apropos Kölner Karneval, apropos Köln. Das sind ja alles liebe, nette Menschen. Der Willi, den lache ich schon. Der Willi Milovic habe ich vorhin getroffen. Ich sage, du Willi, die machen mich hier sauer. Die sagen, mach irgendwas. Er sagt, Jungchen, ich weiß, was toll ist für dich. Ich sage, was hast du denn? Na, pass auf, da machst du mal Striptease. Das hat noch keiner gewagt. Da habe ich gesagt, Willi, du kennst mich nicht. Ich mache es. Meine Damen und Herren, ich mache es jetzt. Das nehme ich zurück, das habe ich nie gemacht. Ich bringe einen Vortrag, der immer meine Oma. Der Vortrag ist allen Omas gewidmet, inklusive Marlene Dietrich. Meine Oma, die lebte ihr liebe Leid noch in der gute alte Zeit. Sie kann kein Rakete, kein Düsejäsche, kein Höcherl und kein Geheimnisdreche, kein Schränke aus Teakholz, kein elektrische Grill zum Fernsehen. Da hatte sie nur ihre Brill. Sie kannte kein tiefgekühlter Hase, in denen zusätzlich noch Dircher saße. Sie hat nie den Erich Mende gesehen. Deswegen fand sie den Opa so schön. Und wenn der einmal umfiel, das sage ich ganz offen, dann war es nie politisch, dann war er besoffen. Kannte kein O.W. Fischer, kein Elvis Presskopp und sonstige Grische, kein Bundesliga, kein Uwe Seeler, kein Karajan und kein Geigerzähler, keine Geschirrspülmaschine wurde ihr offeriert.
Sie hatte der Opa. Das ging wie geschmiert. Sie ist nie im Ausland herumgerannt. Aber dafür hat sie ihre Heimat gekannt. Sie kannte kein... Na, das war nicht notwendig. Sie kannte kein Tonfilm, sie kannte keinen Star. Sie wusste nicht, wer der Freddy war und auf wen die Liz Taylor momentan fliegt. Sie kannte den Bismarck, der hat er genickt. Sie wusste nichts von Raumfahrt, wollte nie auf den Mond. Nein, sie hat bescheiden hier unten gewohnt. Sie hat kein Motorboot, keine eigene Yacht. Aus dem Swimmingpool hätte sie sich nie was gemacht. Sie hatte kein Auto, keine dicke Brumme. Dafür hat sie keine Schulden und eine sehr gute Schlumme. Sie lebte zufrieden, ihr liebe Leid, in ihrer der guten alten Zeit. Doch dass ihr Enkel über sie mal einen Vortrag macht, daran hätte meine Oma im Traum nicht gedacht. Sag mal, wo kommst du eigentlich her? Aus der Apple Wine Room, da unten. Apple Wine? Nein, hey, ich meine, was bist du für eine Landsmann? Wo bist du geboren? Ah, born. Born bin ich in die Vereinigten Staaten. Ah, siehst du, genau ja. Das wollte ich wissen. Oh, Prost. Also, Prost. Hey. Weißt du, was das ist? A drink. Nein, nein, das ist Chapeau. Und 10 davon, dann bist du... Groggy? Nee, dann bist du blau. Die Algi um uns rum, das sind... The people? Nee, die Lippen. Die sagen, heut ist heut, das heißt... Today. Nee, hüt ist hüt. Ob am Hötzen, ob am schönen Rhein, verständig und muss sein. Ob am Hötzen, ob am schönen Rhein, verständig und muss sein. Weißt du, was das heißt, Allah? Oh, yes, I love my Frau. Nein, nicht I love, Allah. Das ist dasselbe wie hello. Oh, yes, ich kenne beides noch vom Liebesatzungszeit. Erst rief man, hello, Fräulein, dann I love you, blonde Maid. Ob am Hudson, ob am schönen Rhein, Verständigung muss sein. Ob am Hudson, ob am schönen Rhein, Verständigung muss sein. So, zum Wohle. Danke. Ja, also San Francisco, gut und schön, aber geht doch nichts über Köln am Ring. An welchem Ring? Autobahnring oder Hohenzollernring? Ach, Unsinn. Köln am Rhein. Wir Kölner sagen für Rhein Ring. Ah, dann sagt ihr auch für Wein Wing. Richtig. Und wer rein Wein, Ring, Wing. Bravo. Und du willst eine waschechte Hess sein? Ja, aus Frankfurt am Inn. Nee, das geht nicht. Das geht nur mit einem weichen Ei. Aber du wirst uns schon noch lernen mit der Zick. Mit wem? Mit der Zick. Mit der Zeit. Wir sagen für Zeit Zick. Aha. Ja. Ihr könnt aber froh sein, dass Wilhelm II. Kein Kölner war. Warum? Sonst hätte er gesagt, ich führe euch herrlichen Zicken entgegen. Hopland, Hopland, ich liebe alle Frauen. Mein Herz ist groß, doch was ich tue, ich denke immer zu an eine bloß. Und diese eine, diese kleine, die hat meine. Deinen Mund hat die Kleine, ja, das Heil ist ja sonnenklar. Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen, mein Herz ist groß. Und doch gehört nur einer offenbar, denn die eine tief meine ist ja. Anders.
Wofür haben Sie die ganzen letzten Wochen gestellt? Na, das werden Sie gleich merken. Also, Charlie, bitte geben Sie mir erst mal, ja, ein großes Skiwasser. Bitte viel Ski, wenig Wasser, ja? Ah, Wintersport. Ja, Wintersport. Wintersport erraten. Wegen der Sonnenvitamine. Mein Hausarzt meinte, die töten die kranken Keime im Keime. Und wegen meiner angeborenen Kontaktarmut riet er mir diesmal nicht allein zu fahren, wie recht er hatte. Kaum hatte ich im Reisebüro eine Bundesluxus-Sonderrabatt-Gesellschafts-Polsterliege-Wagenreise bestellt, war der Kontakt schon da. Ich sagte zu dem Herrn im Reisebüro, ich möchte einfach eine Wintersportreise machen, die inklusive Hinfahrt, Rückfahrt, Anschlussfahrt, 6 Mahlzeiten, Schuhputzen, Lichtbedienung, Gepäck tragen, Kurabgaben und Reiseleitung den Preis von 3,50 Mark pro Tag nicht übersteigt. Sagten Sie 3,50 Mark? Ja, aber inklusive Hinfahrt, Rückfahrt, Anschlussfahrt, zum Wohl nicht übersteigt. Und in welcher Gruppe hat man Sie untergebracht? Also, wenn es nach mir gegangen wäre, in einer Gruppe Millionäre. Aber leider ging es nach dem Reisebüro und da ging eben manches schief, also in München zum Beispiel, ja? Da habe ich doch eine geschlagene Stunde auf dem Bahnsteig gestanden. Kein Mann hat mich angesprochen. Dabei stand im Prospekt ausdrücklich, wir garantieren Ihnen in München prompten Anschluss. Naja, ist ja egal. Also die Sonne, der Schnee, dazu die prominenten Gemsen, das scheue Publikum. Umgekehrt natürlich. Das hat mich, kann ich wohl sagen, reichlich entschädigt. Wer fummelt in meinem Gesicht? Ach, so bin ich ja selber, ja. Ja, also die Soraya war da. Die Soraya mit ihrem ständig wechselnden Begleiter. Diesmal war es der Schell, ja, der stramme Max, ja. Und dann die Herzogin von Windsor mit Mann und Mops und Wagen. Dann die Liz Taylor, wissen Sie, früher mal den Fischer, sie nimmt Ruhe. Und raten Sie mal, wer das Zimmer neben mir hatte? Die Sophia Loren. Eins hat mich ja geärgert. Die hatte einen viel größeren Balkon als ich. Was? Und dabei ist der so schön deutsches Wort Äppelwein, gell? Eben. Der erste Kellner, der war nämlich in Spanien. Ah. Und der zweite ein Grieche. Typischer Fall von Personalmangel. Ja. Oh, da ist auch eine. Was sind das für eine? Oh, mit dem werde ich spielen. Fertig. Ja? Das ist doch ein richtiger Süditaliener. Ja, ja. Einer von den Papagenos. Ja? Oh, ja, ja. Man war ja schließlich nicht umsonst auf Urlaub in Rimini, nicht wahr? Rufen Sie den mal. Ja, Cameriere. Cameriere! Cameriere. Cameriere. Due vino. Due citro. Capito? Citro? Sì. Vino, Äppelo? Sì. Jetzt ah, alle Sie machen einen echten Fang von der Äppelwein. Was? Ja? Ich sehe du oben an der dicke Äppelwein. Ich sehe du oben an der dicke Äppelwein. Du sehe du oben an der tue nicht mehr roh in Hesse. Ui, in der Steinzeit lebten die Leute in Höhle. Man musste sich nicht mit dem Hauswirt rumquälen. Statt Baukostenzuschuss gab es einem mit der Keul aufs Ei und bums war schon die herrlichste Wohnung frei.
Man hatte kein Fernsehen, kein Onkel Lou. Das war zu verschmerzen, man hatte seine Ruhe. Den Onkel Lou hätte man damals auch vergeblich gesendet, denn wer hat in der Steinzeit schon etwas gespendet? Es gab kein Tim Fräser in 6 Variante und niemand, der vorher den Täter schon nannte. Es gab keinen Konrad, es gab keinen Mende. Wenn damals einer umfiel, so sagt die Legende, da traf ihn meist vorher ein Steinbeil im Knick. Also ich kann mir nicht helfen, die Steinzeit war schön. Es gab auch kein Telefon, das hätte nur gestört. Man hat auch ohne Mithören damals alles gehört. Es gab keine Gewerkschaft, keine Streikenpartei. Also für was sollte man streiken? Man hatte ja frei. Und es gab keinen Minister und es gab keine Diäte. Wer was reden wollt, musst umsonst damals reden. Und sprach er dumm Zeug, gab's kurz ein ins Knick. Also ich kann mir nicht helfen, die Steinzeit war schlimm. In der Steinzeit gab's noch kein Elektrogehirne. Da benutzte die Leute ihre eigene Birne. Es warf auch kein Kinski ein Leuchter an die Wand, denn Armleuchter waren damals noch gar nicht bekannt. Man kannte kein Bad und auch kein WC. Man ging in den Wald und die Sache war okay. Man kannte keine Uhrzeit, wusste nichts von Sekunde. Es schlug ihm uns der Nachbar, aber niemals die Stunde. Und sprach irgendeiner von der Politik, gab's eins auf der Messe, ja, die Steinzeit war schick. In der Steinzeit, da gab's noch keine Rakete, kein Düsejäger, kein Nervenschäde. Man hat nichts gelesen vom Hemingway. Man kannte kein Conny, kein Doris Day, kein Marlene Dietrich, kein Willy Brandt. Selbst der Schenk hat damals kein Deibel gekannt. Und auch nicht sein Vortrag, das Meisterstück. Und das war für die Steinzeit das größte Glück. Hello!